Hallo, Freunde, und herzlich willkommen zu A of the Beholder. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind beim Endgegner angelangt. Und ja, da gibt es einiges zu machen. Man kann natürlich, wir wissen, dass er gegen Unsichtbarkeit äh, Probleme hat. Ähm, ja. Wir haben Unsichtbarkeitstränke. Hier haben wir einen. Du hast einen Unsichtbarkeitstrank. Du hast einen Unsichtbarkeitstrank. Das ist nochmal einer. So, dann hast du noch einen Unsichtbarkeitstrank. Moment, wann ist jetzt. Das war Fetal. Unsichtbarkeit. 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 Du hast hier keine und du hast auch keine. Aber wir können dann noch was machen. Und zwar Zauber lernen. Wir können. Ja, hier war's. Die löschen wir mal raus und dann machen wir mal drei Unsichtbarkeit noch rein. Ja, es, es kann sein, ich weiß nicht, was länger hebt, ob der Unsichtbarkeitszauber von Talada länger hebt oder ob der Trank länger hebt. Ich denke mal, ich werde den einen Trank vielleicht aufheben. Also wir werden auf jeden Fall das machen. Und für Zauberbeten werden wir auch noch was machen. Äh, Segen sollte auf jeden Fall reinkommen. Schutz Bösen brauchen wir in dem Fall nicht. Warum? Das seht ihr gleich. Stärkung können wir auf jeden Fall reinmachen. Moment mal, da könnten wir eigentlich fünfmal Stärkung reinmachen noch? Oder geht es über die Gruppe, ich weiß es gar nicht. Gebet ist auf jeden Fall gut. Äh, Schutzgewand könnten wir eigentlich auch noch mal reinmachen. Weiß ich auch nicht, ob es über das ganze Ding geht. Schutz vor Bösen sollte man auf jeden Fall machen und dann schwere Wunden heilen, hätte ich mal gesagt. Ja, machen wir es mal so. Schutz vor Bösen, drei Meter. Deswegen habe ich gemeint gehabt, ist der eigentlich nicht so interessant. Der geht nämlich nur auf einen einzelnen Charakter und der hier geht über die gesamte Gruppe. So, dann holen wir uns mal aus und dann schauen wir mal, dass wir relativ schnell vielleicht das Zeug gezaubert und getrunken kriegen. Wobei, wenn ich es zauber, das kriege ich schneller hin als so einen Trank. Dann lassen wir das mal. Dann kriegst du auf jeden Fall Schutzgewand. Ah, das geht nur über Sie, auf Sie. Okay. Dann das Gebet. Dann haben wir... Was, was haben wir noch alles gehabt? Stärkung. Ich weiß jetzt nicht genau, was Stärkung bringt, aber wir machen es trotzdem mal rauf. Wer fehlt jetzt noch? Ach verdammt, da kommt man immer so ziemlich durcheinander. Steinhaut, du nochmal. Hier du kriegst auch nochmal eine Stärkung. So, dann kriegst du nochmal deine Rüstung. Der Segen geht hier rüber. Ja, das dauert jetzt ein bisschen, bis wir hier fertig sind. Feuerball ist in Ordnung. So, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Schutz vor Bösen, das Hammer, wir, das haben wir. Schutzgewand haben wir, da haben wir nichts. Aber schritt machen jetzt den Schutz vor Bösen noch mal hier. So, dann darfst du deinen Trank trinken, da ist er weg. Du darfst deinen Trank trinken, dann ist er weg. Du darfst den Trank trinken. So, du darfst deinen Trank trinken und du darfst jetzt nochmal mal Unsichtbarkeit aufs Dicht zaubern. Und gleich nochmal auf Edrea und dann speichern wir ab. So, dann sind wir auf jeden Fall jetzt ziemlich gut vorbereitet. So. Speichern unter QS3. Das habe ich schon mal angelegt gehabt, weil ich was ausprobiert hatte. So, und jetzt gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, wie wir den besiegen. Ich habe mal nachgeschaut, dies oder ausprobiert auch dieser Stab hier, den wir da haben, der treibt den Beholder, den ähm, Xana glaube ich, heißt da einfach nur zurück. Und das kann auch wichtig werden. Warum? Das sehen wir gleich. Das ist nämlich eine der besten Methoden, ihn umzubringen. Und es könnte auch sehr, sehr leicht werden. Man kann natürlich auch immer auf ihn draufhauen. Am besten natürlich dann so, dass, man, dass er uns nicht anschaut. Ich, wir schauen uns das gerade nochmal an. Wir gehen nochmal kurz rein. Bla, 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 bla. Äh, angreifen. Ja, das ist immer das Problem hier. So, einmal draufgezaubert und nichts passiert. Ja, super. Ja, das ist, da sieht man, dieser Art Zauber, den er hat, den, das ist halt das Problem. Ist das der falsche Zauberspruch? Dann könnte man jetzt quasi so ein bisschen zur Seite gehen, hier draufhauen, zur Seite gehen. Hopla. Und so die ganze Zeit ihn versuchen zu erledigen, indem man hier... Oh, Indem man ihn dann hier... Ja, ihr seht schon, so passiert es mit den Zaubern nicht mehr so heftig. Und so könnte man ihn jetzt quasi erledigen. Aber kann halt auch schwierig werden, dass das da nicht so funktioniert. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Habe ich den falschen Zauberstab in der Hand? Ja, tatsächlich. Der hier muss natürlich in die Hand. Alles klar. So. Ich zauber jetzt nochmal ganz kurz auf ihn drauf. So, dann geht er nämlich eins weg. Dann nochmal drauf. Dann geht er auch nochmal weg. Ähm, ja, und ich muss gleich hinterher folgen. Und wir müssen nämlich hier hingehen, wo die Lichtschranke sind. Dann haben wir nämlich hier nochmal einen kleinen Raum, um mit ihm zu kämpfen. Und wir müssen nämlich hier in, in, diesen, in dieses Ding hier rein, wo dann auch äh, verschiedene Sachen wie das hier, die ganzen Dinger hier, was wir da noch gefunden haben, noch drin sind. Theoretisch müsste eigentlich auch der letzte sein, den wir noch gar nicht haben, drin sein. So, denke ich mal. Naja, ist aber auch egal. Ähm, auf jeden Fall müssten wir ihn da reinbringen. Und dann... Haben ja gewonnen. Warum, das seht ihr da gleich. Ich weiß nicht, woran das womit man das im Spiel rausgekriegt hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich weiß es auch nur, weil ich noch mal mit dem Kampf so ein bisschen Probleme hatte. Ihr seht es ja hier, wie schnell man da stirbt. Ähm, und dann habe ich mir noch mal ein Let's Play angeschaut von shojin und der hat es gezeigt gehabt, wie, äh, wie man den eigentlich besiegt. Und daher weiß ich, dass wir ihn da reindrücken müssen. Ich habe auch mal in Lösungen geschaut danach, ob ich da irgendwie was verpasst habe, dass es da noch Hinweise gibt, habe aber nichts gesehen und ich habe tatsächlich in einigen Lösungen nur gelesen gehabt, dass man ihn so besiegen kann, wie ich gesagt habe, einfach so, dass er zur Seite geht, dass man, dass er dann nicht, dass er halt seinen Zauber nicht auf einen zaubern kann und dann ist er tot, sondern dass man halt tatsächlich ähm, immer so ausweichen muss und so weiter. Alles klar. Äh, halt, da wollte ich nicht hin. Wie gesagt, das habe ich so mal gelesen gehabt, dass das, das war noch nicht mal den bekannt, wie auch immer. Wo die Lösung herkommt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall funktioniert es. Ich habe es ehrlich gesagt schon ausprobiert. Halt. Noch auswechseln. So. Herr ja, Greigor ist gleich tot. Jetzt folgen wir jetzt hier rein. Babala. Wo kommst du? Da musst du hin. Ah, da kommt er schon. Na hopp, komm. Hierher. Nee, nicht dahin. So. Ah, verdammt. Er ist vorbeigegangen. Der muss hierher eigentlich. Ah, verdammt. Ist er jetzt richtig? Nee, er ist nicht richtig. Oh ja, je, je, je. und jetzt schießt man auch noch voll daneben. Komm mal jetzt hierher. Ja super, so aber jetzt bist du richtig. So, jetzt nochmal hier rein und zack, kommen die Spieße auf und kommen die Spießen von oben und unten und er ist erledigt. Funktioniert auch einiger um einiges einfacher als jetzt, äh, ja, mit ähm, hier drauf zu kloppen, wenn er versteht, was ich meine. Ja, und damit haben wir das Spiel durchgespielt. Sehr schön. Als sich das Team die Überreste von Xanatas zerschlagenen Körper ansieht, schaltet sich ein Teleporter ein. Aus Xanatas Lager aus dem Blick als Xanatas Lager aus dem Blick verschwindet, bereiten sich alle auf einen Kampf vor und denken, was kommt jetzt? Ein stattlicher Raum aus Marmor erscheint um das Team. Zwei Säulen flankieren einen großen Thron. Sonnenlicht strömt durch die Fenster, saubere Luft weht durch eine offene Tür. Dies ist der Bürgersaal von Pyrgeron. Endlich konnte das Team den Verlies unter Waterdeep entrinnen. Ihr habt Xanatar getötet und Waterdeep von seinen, großen, äh, von seinen Bösen befreit, ruft Pirgaon Palladison Pal aus. Wie weise waren wir, solch fähige und geschickte Abenteurer zu unseren Vertreter zu erwählen? Lasst euch heute als die Helden von Waterdeeps feiern und lasst alle von euren tapferen Taten wissen. Seid beglückwünscht für euren Erfolg. Und damit hört das Spiel auf. Keine Zwischensequenz, nix, einfach nur diesen Text. Du hast gewonnen und das war es auch schon. Ja. Interessant, interessant. Äh, ist ein sehr nettes Spiel, finde ich, aber man merkt, es ist doch schon in die Jahre gekommen und nicht wirklich gut gealtert. Einmal, ich weiß jetzt nicht, ob es. Ich habe es ja über das CumVM gespielt gehabt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber teilweise waren die Bewegungen und alles doch sehr, sehr äh, träge. Dass man halt auch mit äh, den Numlock spielen musste und mit der Maus, dass man da so. Spielen muss eigentlich, ist auch nicht gerade unbedingt das Beste. Äh, der Schluss war ja, ein bisschen Text, ihr habt gewonnen und fertig im Großen und Ganzen. Da hätte ich mir doch so eine kleine Zwischensequenz, wie am Anfang vielleicht doch noch ein bisschen äh, mehr gewünscht gehabt. Dass man äh, Xanathor in diese Kammer treiben muss. Ja, keine Ahnung. Wir haben nur gehört gehabt, dass dieser Zauberstab uns helfen soll. Und der Zauberstab macht, bringt, äh, schubst den einfachen Feld zurück. Ich meine, vielleicht hat. Vielleicht ist das der Hinweis drauf, dass man ihn zurückschubsen muss. Weil er hat ja gesagt, er wird uns sehr, sehr viel helfen, aber er macht keinen Schaden oder so. Vielleicht ist das der Hinweis, wir müssen ihn in diese Kammer bringen. Oder ich habe irgendwie was verpasst. So wie der eine Hinweis, den wir gekriegt haben, indem wir da Hebel ziehen mussten, aber zwei Hebel oben lassen mussten, dass es dann hieß, ihr müsst unsichtbar sein. Also, dass, äh, dass er da seine Schwachstelle ist, wenn wir unsichtbar sind. Was ich auch irgendwie komisch finde, aber da habe ich auch keine Hinweise gefunden gehabt, wie das Ganze vonstatten geht. Also, keine Ahnung. Was auch mit diesen Podesten hier noch zu tun hat, hier und diesen Raum. Auch keine Ahnung. Keine Ahnung, wie man da reinkommt. Vielleicht wisst ihr es ja. Vielleicht muss man da was auf die Säulen äh, drauf tun. Auf der und der war ja leer und die drei waren auch leer. Vielleicht kommt man dann da rein. Vielleicht gibt es da den entscheidenden Hinweis, wie man äh, den Boss besiegt. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie man reinkommt. Ich weiß nicht, ob es da tatsächlich noch einen Hinweis gegeben hat oder nicht. Aber egal, wir haben es durchgespielt. Wir haben Xanathor besiegt. Der ist ganz schön zerquetscht worden. Also der war nicht am Schluss glücklich. Aber ja, gut. Dann sag ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in einem nächsten Let's Play wieder. Vielen Dank für die Likes und Kommentare und wenn ihr ein Abo hier gelassen habt, dann auch vielen Dank dafür. Damit unterstützt er mich doch ziemlich. Dann sage ich mal, macht's gut und wir sehen uns in einem nächsten. Let's Play wieder. Ich werde jetzt erst einmal bei den 15er Slot eine kleine Pause machen. Also da nach diesem Let's Play kommt auf den 15er Slot nur nichts mehr. Vielleicht noch einsamer Wolf am Montags, aber das war's dann, aber Wahrscheinlich werde ich da irgendwann mal wieder eine machen, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, ein weiteres Let's Play aufzunehmen oder wie auch immer. Wir werden sehen. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Bis dahin macht's gut. Und tschüss.